Leute, herzlich willkommen zum Krieg am Mittwoch. Hardcovori Stilicja. Polnische Allianz nehme ich mal an gegen Bloodwolf Clan. Wir haben hier ein paar Teams. Es ist Ausgleichskrieg, Kriegsausgleich. Alles wird runtergeschmissen. Also Burn, Frost, Ding Dang, alles Gift. Alles Mögliche, alle Statuseffekte werden runtergenommen. Ihr kennt die ganze Geschichte. Wir haben hier ein paar Targets. An ihn traue ich mich nicht so wirklich dran. Normal würde ich ihn als erstes nehmen mit meinem besten Team. Lassen wir lieber. Wir haben noch ein paar starke Hitter drin. Der Chef hat keinen mehr, Tech hat noch einen. Hier sind einfach, also die Level, obwohl 74, was für Truppen hat denn der? Ja, also es ist jetzt auch nichts anderes wie bei mir, schlechtere Truppen sogar, Tech. Aber neben Boss stehen ja hier, Kuba ist ein Cleaner, Thiel, Rom hat keinen mehr. Okay, also ich suche nach den 23ern und höher Truppen, ja. Für mich geht's vermehrt einfach um die Truppen. Wir haben alle gute Helden. Du kannst mit S1 Helden eventuell so ein Team legen hier. So eins, aber du brauchst die Truppen dazu. Okay, wir fangen hier an. Alles wird runtergenommen, auch der Dodge von Cadillan. Deswegen halte ich das Team für nicht so gefährlich. Wir nehmen Gelb. Und Lila hier, die Boni-Entfernung trotzdem, nehmen hier, Rigat ohne Kostüm, na, wo bist du, komm, zack, 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 weil der bringt einfach nichts, ja, dieser Angriffsboost kann man spielen, bringt meiner Meinung nach nicht viel. So, jetzt brauchen wir hier noch Ametrine. Zack, zack. Hier die 23er. Nein, hier nicht austauschen. Da austauschen. Okay. Da die 5er. Denn wir haben hier den höheren Breakpoint mit 8% auf Level 5. Und let's go. Der muss sitzen, ne? Da sind wir uns im Klaren drüber. Für Hanitra, die kann halt natürlich schon diese 3 Züge, bis dann der Kriegsausgleich da ist, kann sie annoying sein, einfach kann sie nerven. Wenn man das zuerst so, dann so, dann so, Kriegsausgleich war da, was bedeutet, alles was jetzt drauf kommt, sitzt erstmal, wir machen das so, Kalilin kommt, wir müssen 2 Züge lang mit dem Gift dealen. Ein Zug, okay. Okay, sie ist weg. Hanitra kommt nach dem Ausgleich. Das ist sehr blöd. Wir brauchen Heilung so schnell wie möglich. Das ist okay, dass Garnett jetzt kommt. Alright, wir haben hier ganz viel Lila, das gibt uns Riga, da wird nichts passieren, denke ich mal. Auto-Attacks killen mich nicht. Riga ist am Start und wir warten auf den Ausgleich. Und tja, jetzt kommt sie wieder nach dem Ausgleich. Na, dann spielen wir hier rein. Und versuchen so. Alle 3 gedodged.
So, Ryan kommt. Das tut weh. Und dann sie. Das bringt mir keinen um, aber bringt ganz schön hier Turbulenzen rein. Und dann machen wir das. Das gibt grün, gibt lila hinterher. So, jetzt kann ich sie killen. Und ich muss hier grün spielen. Ich kann nicht nochmal in Garnett reinspielen. Denn was hier passiert, sie halt ohne Ende hoch. Ja, okay, das war's. Wir bleiben auf der Seite, da haben wir Steine drunter. Das musste ich machen. Ich musste hier ein bisschen Bewegung reinbringen. Das wird alles gleich wieder runtergenommen. Und dann schauen wir, dass wir hier Steine reinkriegen. Das machen wir so, dann können wir danach gelb reinspielen. Machen das trotzdem so. Okay, sie ist weg und hier ist alles unten. Und dann war das eine knappe Geschichte, aber trotzdem okay. Und manchmal kann es halt auch so laufen. Ne? Entschuldigung, die Töne waren wieder laut. Also es darf knapp werden. Ne? Das einfach... ist nicht mehr so ein großer Unterschied einfach, ne? Das sind vielleicht Helden, die jetzt keine Top-Tier-Helden sind. Gulli hat ausgelöst, aber trotzdem kann es nervig werden. Und ich war ja hier auch mit relativ langsam. Also Gulli ist einfach ein langsamer Heiler und langsame Helden sind in Kriegen, gerade wo es um Ausgleich geht, immer... immer ein Sicherheitsrisikofaktor. So, wir schauen hier, wir haben Pengil, spielen es mit Lila, Moment, kleinen Moment, wir haben gelbe Flanken, spielen es mit Lila, spielen es mit ihr, ihm und schauen uns das nochmal an, haben Blau auf der anderen Flanke. Gehen hier mit Grün rein, Zerstörung. Das machen wir nicht. Wir machen Tile Damage und das Gift müssen wir gut timen, es tickt dann meistens nur zwei Runden. Von dem her wird es gut getimed sein, aber ja, im Prinzip, ich würde ihm die 21er geben, das bringt nicht viel, aber ein bisschen was sind die 11% im Gegensatz zu diesen 7% Mana. Und das Gift, wenn es zwei Runden tickt, ist trotzdem heavy. Also das Gift von Rain. Okay, wir sehen, dass wir nicht allzu viel Grün haben. Ich überlege, wie ich sie zusammenkriege. Ich würde es so machen. Okay, da kommt nichts, dann mache ich das. Und wird noch einen abwarten, kriegt da einen lila Stein. Okay, da kommt nichts.
dann darf Kundchen ist halt im Ausgleich, kriegst es ja auch nicht übel gefährlich. Er kann nervig sein, aber also jetzt zum Beispiel diese zwei Züge, natürlich nervig, aber jetzt nicht überdimensional nervig. Oh schön, da kommt Gelb hoch, Grün. So, und jetzt warten wir noch, wir heilen nur hoch. Machen das hier. Und gehen jetzt hier auf ihn und hier auf ihn. Und dann auf die Seite und hier durch die Mitte. Machen trotzdem den blauen Diamant. Ne, ich mache es so. Und guck, was da kommt. Da kommt nicht viel. Okay, das tut weh. Ja. Scheiße. Das Blöde ist, ich habe keinerlei Kombos, die mir helfen könnten. Deswegen mache ich jetzt den Diamanten. Nein, nein. Ach, zum Kotzen einfach, zum Kotzen. Und da ist der Diamant. Er killt mir sie jetzt. 100 Pro. Jawohl, das war so klar. Schauen, ob das reicht für einen. Nee, reicht nicht. Machen den Diamanten, hoffen, dass da noch irgendwas in Pengi reinfliegt. Tut's nicht. Das ist ärgerlich, das ist ein gutes Team. Sau ärgerlich. Cleanen wir den hier weg. 12, 18. 25, 18. Dann cleanen wir den hier. Der muss sitzen. Setzen da Glenda hin, da sie und was machen wir da? Ein Proteus, der auch runtergenommen wird, zu gefährlich. Also wir brauchen hier Rot, bringt nichts. Rot gegen die Grünen halt, ne? Das sind zwei Grüne. Rot-Grün bräuchte ich ja fast. Dann ändern wir das nochmal. Machen hier Heimdall. Und ihn. Und hoffen auf Steine. Wieso jetzt Theobald? Theobald reflektiert grün.
Machen das, das gibt Rot mit. Reicht natürlich nicht. Da ist noch ein Roter. Wir spielen schön durch die Mitte und verhindern die Boni-Benutzung hier. Machen jetzt das grüne Match und dann das hier, weil da das rote Vierer, den will ich haben. Oh, schön. Heimdall ist weg, das ist nice. Okay, dann war's das mit dem Clean, denke ich mal. Jawohl. Sehr schön. Dann haben wir hier noch der Ali was Gutes getan und ein fast volles Team weggecleant für 43 Punkte und warten den Respawn ab in 2 Stunden und machen dann unsere nächsten. Bis später, Leute. Alright, Leute, 6 Uhr morgens, nicht mal 5 Uhr noch mal was. Ich bin platt. Müde, Kaffee ist drin, der erste, der zweite lässt nicht lang auf sich warten. Wir versuchen hier was zu reißen. Und werden wahrscheinlich noch mal das Team hier nehmen. Da habe ich 2 Anläufe gebraucht. Schauen wir, was wir noch haben. Okay, wir haben schon ganz schön viel verballert. Wir könnten noch Mutter stellen, ihn stellen, sie stellen. Noch 2 Rote rein oder was? Da ist ja nicht mehr allzu viel da. Proteus wird runtergenommen. Eieiei, mir fehlen 5er, Mensch. Mir fehlen einfach noch 5er. Ich habe so viele Heiler gemacht. So könnte man spielen. Quatsch, das sind 3 Heiler, ey. 3 Heiler können wir auf keinen Fall spielen. Wir können noch blau. Dann müssen wir hier noch einen 4er mit reinnehmen. Sonja als Cleaner oder als Boni-Entferner. So können wir spielen. Suchen wir uns ein Target. Okay, 3-mal Heilung in der Mitte und 2-mal auf Außen. Da würde ich mit dem Minion-Spreader reingehen. Irgendwann zündet Bera. Das mach mal. Irgendwann zündet Bera. Und Bera hierhin. Und dann ist aus mit Minions. Und ich kann mit meinen Minions die Fiends vertreiben. Also wir spielen fröhlich, freudig rein. Das machen wir. So lange, bis ich Bera an den Start krieg. Dann schicken wir Frost hinterher. Die kriegen keine Minions mehr. Ich kann, ja, also der Plan ist so. Ihr versteht den Plan? Könnt ihr den Plan verstehen? Es muss ja nur noch aufgehen. Blau und Rot haben wir auch. Ja, ich bin fast angehalten, das zu machen. Und jetzt den gelben Diamanten, dass da ein bisschen was passiert auf dem Board.
Jetzt löst sie aus. Und ich habe einen lila Diamanten, das ist sehr gut. Und würde jetzt das machen. Sehr gut, Garnett ist am Start. Auf zweifache Ladung, Bera ist am Start, Frost ist am Start. Und wir kümmern uns um diese Seite. Toxicandra ist schnell, ich finde fast diese Seite. Ja, wir kümmern uns erst um diese Seite. Machen den lila Diamanten, dass wir gleich wieder Garnett hinterher kriegen. Entschuldigung, Bera hinterher kriegen. Bei euch ist jetzt nichts mehr mit Minions. Die Fiends kommen. Marjana kommt. Ja, und das habe ich gemeint, die muss verdrängen. Wenn du die ein bisschen drauf hast, eine Weile lang, ne, dann wird es halt eng. So. Ich weiß nicht, ob mein Damage hier reicht. Burn wird runtergenommen. So, jetzt habe ich keine Steine mehr. Ich würde das rote Match oben passieren lassen, indem ich hier den Diamanten wegdrücke in grün. So, jawohl. Und ja, wir kümmern uns um ihn weiterhin. Das müsste reichen eigentlich für ihn. Okay, das ist völlig in Ordnung, weil Garnett ist da. Dann machen wir hier das Blaue und dann drücke ich mir den Diamanten durch. Und jetzt kümmern wir uns hier um Toxicandra, sonst halt die ewig hoch und wir kriegen ja auch Schaden rein. Ne? Marjana kommt, Alassie kommt. Also da kann ich kann jetzt natürlich schön verhindern, reinzuspielen, aber zumindest halt das grüne Ding muss ich wegmachen. Oh, da fliegt alles hoch. Bera ist am Start. Alassie kann mir jetzt hier, ja, super, gut gemacht. Und wo gehst du drauf? Nein. Okay, super. Passt. Wunderbar, wunderbar. Zweimal Aufladung von ihr und du bist weg. Okay, das ist halt, Russell hat keine Wappen. Aber wenn er gut geschützt ist, dann kann ihm halt auch nicht viel passieren, ne? Und das war jetzt, wie gesagt, das war nicht ein super gefährliches Team, nur wenn es über Zeit geht, wenn du zu lange brauchst. Dann wird's blöd. Weil du halt durch diese Fiends von Mortega oder wie er heißt, muss immer an unseren guten Mortega denken, den YouTuber. Wenn ich den sehe, genau, ja, dann, also da darf halt nicht allzu lang dauern. Ja, ihr habt jetzt gesehen, 5 Minuten übrig, aber ich bin hier schon fast down mit den, mit den Gegnern. So, okay. Und der Frost hat es dann erledigt. Dann lief das gut. Und jetzt haben wir halt ein Heldenproblem. Wir haben einfach schon wieder zu viele Helden verballert, die gut sind. Könnten hier noch die Lila Squad spielen.
Und mit meinen zwei Vierern durch. Ah, ich habe Ametrine verbraucht. Das ist nicht gut. Normalerweise Ametrine, Tiburtus vorher, dann Ametrine volle Aufladung hinterher. Ist auch bei den Fünfern ein Kill. Okay, wir könnten sie. Was kann man da machen, ey? Pah, da wird nichts mehr groß passieren. Langsame Heiler haben wir noch. Hahaha. Okay, Cleans. Ich denke mal Cleans. Ich denke mal Cleans. Mehr geht nicht mehr. Kleinen Moment, das kommunizieren wir mit der Ali. So, weiter geht's. Wir holen uns nochmal das Team hier und machen das mit langsamer Heiler. Ich weiß, gefährlich, gefährlich, das ist kein Rush, aber wir packen noch einen ein. Nehmen uns hier die Boni-Entfernung und spielen Gegenschlag bringt hier nichts. Jetzt überlege ich, ob ich Proteus setze oder das hier ganz langsam mache mit Fiends. Dann habe ich zwei langsame Gelbe, das ist eigentlich auch keine gute Idee. Finlay will ich jetzt nur ungern auf 48 schon einsetzen. Wir könnten noch, was könnte man dann noch machen? Wir könnten Elkan mitnehmen, der hat keine Wappen. Oder hier halt was Rotes. Oh, Scarlet, na, Scarlet ist für einen Titan ganz okay. Aber jetzt hier, auf was ist sie denn? Boni-Entfernung. Doch, ich würde sie fast so lassen. Schauen uns mal das Team an. Blau, 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 da ist nichts Rotes. Ja, ich glaube, das passt nicht. Ich glaube tatsächlich, das passt nichts. Passt nicht. Ich brauche zumindest, wenn dann doch, hier noch ein bisschen was in Rot. Oder ich mache es halt echt so, dass ich tatsächlich hier noch einen langsamen Grünen mitspiele. Und den Damage hoch macht durch ihn. Na, sie macht auf Benachbarte. So sieht's, glaub, gut aus. Er hier die 20er. Wir haben einen dicken, fetten Heal. Die Mitte ist nicht so gefährlich. So machen wir's. Geh mal rein. Ja, genau, wir hatten es gerade drüber. Ich habe gerade gefragt, wo ich mein Scuddy-Team anbringen kann. Der Boss hat gemeint, so, ja, der Gegner gerade wäre es vielleicht gewesen. Dann habe ich geschrieben, okay, es war halt wieder Vogel halt, ne? Der SK. Ja, wieder gut überlegt. Geht direkt runter im nächsten Zug. Also wie gesagt, die Mitte ist nicht zu gefährlich, aber du brauchst halt trotzdem deine Helden am Start, ne? Machen wir so, gucken, ob das reicht, reicht nicht.
Alles wird runtergenommen. Sie kommt. Angriff hoch. Und Elkanen hier drauf. Das riskiere ich. Kriegsausgleich. Wir spielen das mal so. Ich will nicht da unnötig reinspielen. Wir müssten es abwarten. Wir müssten es abwarten. Wir warten es ab. Wir kriegen den Heal von Prof noch drauf. Okay, sehr schön, sie ist weg. Das ist schon mal eine Nerverei weniger, wenn Kandilin weg ist. Und wir müssen uns leider. Okay, Garnett wird einmal komplett hochheilen. Und dann gehen wir auch auf die Seite hier. Ne? Mach mal so. Ah, fast jetzt gereicht, ey. Ausgleich kommt. Ziehen hier gelb durch. Und versuchen das durch Steinschaden irgendwie zu managen. Komm, komm, super. Jawohl, Ausgleich kommt gleich. Okay, jetzt gibt es nur noch hier McQueen und seine Bande. Garnett und wie heißt er denn? Ryan, Ryan, meine ich doch, Ryan. Ryan, Ryan. Zack, zack, zack. Dann lassen wir hier alles in die Luft fliegen, jawohl. So, Ausgleich läuft durch. Alles runtergenommen. Sie heilt sich noch mal ganz hoch und dann wird die Gute jetzt bearbeitet. Hier nach und nach mit so wenig wie möglich reinspielen. Okay, den hätte ich mir aufheben können. Das war schlecht getimt. Ich mache den Diamanten. Sie wird noch mal hochheilen. Ich brauche Steine drunter. Es wird sonst schwierig. Und jetzt haben wir Steine drunter. Jetzt gucken wir, dass wir beide am Start haben. Ah ja, okay. Super. Okay, dann machen wir es so. So. Und holen uns dann Elkan noch dazu. Der Outdated Warrior, hey. Und da wäre noch blau drunter gewesen, aber dann hat es gereicht. Gut, dann war das One-Shot-Nummer, keine Ahnung, 4, glaube ich, 2 Cleans, aber das ist auch egal. Zählen tut, es hat funktioniert. Dann hat es den gleichen Gegner zweimal gegeben.
Leider ist es so, dass die großen Teams jetzt nicht mehr drin sind oder drin waren. Einfach, ich muss, brauche einfach noch für den Minion-Krieg, dass ich Krimmel-Level ist, wahrscheinlich hätte ich das noch gar nicht machen sollen. Spezifisch zu leveln für Nischenkriege oder so oder Nischenteams sollte man eigentlich erst machen, wenn der Heldenstab, den man hat, vom Damage her und von Statuseffekten her und so. So ist, aber wir sind bei 231 schon. Dann machen wir noch einen Clean und dann passt. Also dann haben wir eine gute Punktzahl erreicht, diesen Krieg. Dann ist es wieder einigermaßen gelaufen. Mir kommt es eh so vor, als würde das System nichts anderes zulassen. Ja, also es läuft 15 mal gut oder 5 mal gut und dann läuft es 3 mal schlecht oder so. Wirst immer bei der Stange gehalten, aber ja, irgendwie muss es ja funktionieren, ne? Genau, nochmal kurze Pause. Nein, machen wir nicht. Genau, wir schauen. Also spezifisches Leveln von Nischenhelden. Schaut mal, was ich hier habe. Wie viel Heiler ich oben habe. Ich habe mega viele Heiler. Jetzt ist es so, dass es verschiedene Ansätze im Spiel gibt. Guckt euch, kennt ihr Connor? Connor hat einen YouTube-Kanal, kennt wahrscheinlich jeder, der mich guckt. Sowieso. Die deutschen YouTuber kennt man ja. Connor ist der, der sich immer so schön verkleidet. Connor spielt jedes Spiel, glaube ich, nur mit einem Heiler. Wenn überhaupt, dann nur ein Heiler oder ein Unterstützer. Dann Archon spielt fast immer mit zwei Heilern. Und so gibt es halt verschiedene Ansätze. Ich habe mir auch gedacht, okay, Heiler, ich spiele auch oft mit zwei Heilern, wie ihr das seht. Oder zumindest ein Heiler, ein Unterstützer. Und deswegen habe ich mega viele Heiler gelevelt. Ich habe Garnet gelevelt, ich habe Liedenbrock gelevelt, Xnolfok gelevelt. Die 4-Sterne-Heiler habe ich bewappnet. Hier ist Mutter noch. Und dann hier der Unterstützer mit Zugliang. Jetzt ist es eigentlich an der Zeit, noch ein paar Damage-Dealer in allen Farben zu kriegen. Zum Beispiel in Grün. Grün ist super schwach. Grün ist Fog. Grün ist Franz, der ist langsam. Das ist immer ein Risiko, den zu spielen. Wenn er auslöst, ist es mega. Also ihn kann man fast als 5-Sterne-Held sehen. Wenn er auslöst, ist mega, aber er ist halt langsam. Und wenn ich ihn dann in der Dreier-Squad spiele, spiele ich ihn halt mit Mutter oder Heimdall. Dann habe ich zwei langsame Grüne da drin. Ne? Das ist, er ist noch oben für einen Titan, muss eigentlich bewappnet und gebreakt sein. Genau, ja, und dann die ganzen 4-Sterne-Heiler. Also ich brauche eigentlich Damage. Jetzt kommt hier Grimbel. Und da unten sitzt aber noch Afanias, der nicht overwhelming ist, ist jetzt nicht der Horrorheld, aber er ist gut. Und in Grün ist halt weiterhin so, dass ich noch einen zweiten Fock machen könnte. Ich könnte eine langsame Bertilla machen, die ja nicht schlecht ist mit ihrem Glanz, mit dem Zurückschmeißen. Aber ja, halt auch kein Must-Have-Feld. Und die zwei will ich machen, aber die sind halt auch nicht grün, ne? Genau, da kommt einfach nichts hinterher. Und ich kann ziehen, wie ich will. Was kommt, ist dann noch ein zweiter Heimdall, werde ich niemals leveln, außer ich kriege das Kostüm dann eventuell. Aber dann ist es halt wieder ein Heiler. Er ist langsam. Selin. Selin wäre noch was. Gebreakt. Aber ist jetzt auch nicht overwhelming mit 115 auf schnell plus das Eis. Ja, also Chefe von Ali hat Celine gebreakt und spielt die gerne und auch stabil. In der Def sogar. Eine Lyanna ohne Kostüm. Wer halt ein Sniper? Ich weiß nicht, ich brauche dieses Damage auf 3. Und so, da bin ich schon, oder auf alle bin ich schon eher der Fan davon. Ein Sniper reicht eigentlich.
Genau, also wir sehen, in Grün kommt nicht viel hinterher, deswegen ist es recht schwierig. Grimble wird trotzdem gelevelt und wir machen danach einfach noch einen blauen. Dann ist es halt so, dass ich dreimal blau angreife, weil in blau kommt halt, Entschuldigung, wenn ich hier so schnell swipe, in blau kommt halt schon heavy hinterher, ne? Da kommt er, da kommt Loki und Kracher ist halt. Wenn er dann noch fertig ist, ne, mit Kostüm hier. Also Lampe, Finlay in einem Team, vielleicht noch ein Unterstützer mit Frost drin oder so, oder Kirill mit drin. Das blaue Squad ist mega. Genau, aber darum soll es nicht gehen, soll um Krieg gehen. Schau mal rein. Ja, warten kurz auf die Absprachen, die da kommen, und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, dann machen wir den Clean da oben noch. Let's go, wir haben hier nicht mehr viel Leben, aber immer noch genug. Gehen hier rein. Ohne Heiler keine gute Idee. Ohne Heiler keine gute Idee. Haben hier noch einen Rigard. Oder halt wenigstens dann eine Sabina. Die hat dann wenigstens Wappen. Ich würde gern einen Fünfer wegen Damage mit reinnehmen. Haben wir denn noch was? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich muss meinen zweiten Sturmfang leveln einfach. Bleibt nichts anderes übrig. Ich brauche Rot. Frag mich jetzt nicht, wieso ich Räuber nicht nehme. Das ist einfach so scheiße. Ja, ich brauche aber die Blauen unbedingt auch. Dann nehmen wir Melendor noch mit. So, mach mal's. Spielen durch die Mitte. Der darf nicht versaut werden, sonst poste ich das Video nicht. Viscaro muss fallen und Finlay auch. Hier haben wir Grün. Da haben wir Blau. Und da haben wir Rot und können Lila durch die Mitte jagen. Oh, sehr schön. Und? Jawohl, oh, das war meine Sorge. Weil wenn er nämlich auslöst, dann kriegst du dann nichts mehr weg, das schwöre ich dir. Deswegen war das ein Risiko. Na, aber so ein bisschen No Risk, No Fun muss es dann schon sein. Okay, dann war das mein Clean.
Und dann war das okay, dann sind es, glaube ich, 250 knapp. 262, alle mal in Ordnung, Leute. Ergebnis kommt in den Shorts, wie immer. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann, euer SK.